Emil Durkheim, hatte ich Ihnen ja schon vorgestellt, gilt so als der Erfinder der Soziologie, war aber eigentlich Ethnologe. Und weiß jemand, was Ethnologen machen? Weiß jemand, was Ethnologen machen? Trauen Sie sich? Ja? Genau, ja. Die begeben sich in fremde Kulturen, andere Gesellschaften und beobachten erst einmal und versuchen aus dieser Beobachtung diese Kultur, diese Gesellschaft zu verstehen. Und wenn jemand, nehmen wir jetzt mal einen Außerirdischen, der kommt auf diese Welt und versucht, ethnologisch sich unsere Gesellschaft zu erschließen, dann würde der wahrscheinlich erst einmal mit einem Quellenstudium beginnen und würde vielleicht sich eine Tageszeitung nehmen, wie jetzt hier die Süddeutsche. Und wenn dieser Kollege vom anderen Stern ja, das machen würde, dann würde er feststellen, dass wenn immer es ums Thema digitale Medien, digitaler Wandel, Bildung, Schule geht, also winzige Artikel irgendwo in irgendeiner Zeitung und immer überschlagen sich die Leserkommentare. Das heißt, scheinbar ist das ein ganz interessantes Thema. Und beobachten Sie das mal, schauen Sie sich mal die Leserbriefe an. Es wird immer einen Leserbrief geben, der sich zum Beispiel mit dem Thema Mehrwert befasst. Oder den scheinbar nicht vorhandenen Mehrwert von digitalen Medien. Wenn man dann genauer feststellt, dann stellt man fest, dass da versucht wird, häufig mit einem Hammer eine Schraube zu lösen, im übertragenen Sinne. Ja? Also dass zum Beispiel erwartet wird, dass guter Unterricht, schlechter Unterricht plötzlich gut wird, nur weil digitale Medien eingesetzt werden. Oder unmotivierte Schülerinnen und Schüler plötzlich motiviert werden, nur weil sie mit Technik arbeiten. Oder ja, digitale Medien vielleicht auch eine Lösung sind für Lehrerinnen und Lehrermangel. Aber unter uns, das ist natürlich Blödsinn. Also wenn man mit überzogenen Erwartungen an etwas rangeht, dann kann man eigentlich nur scheitern. Das meine ich mit dem, wenn man versucht, mit dem Hammer eine Schraube reinzudrehen. Ja, das wird nicht funktionieren. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für digitale Medien und Schule und diese Frage nach dem Mehrwert. Wir hangeln uns mal weiter, es gibt noch mehr, was man beobachten kann. Jemand anderes wiederum ist der Auffassung, dass Ärzte, Psychiater, Gehirnforscher in Bildungsangelegenheiten gefragt werden müssen. Also auch da, ohne die Arbeit der vielen klugen Kolleginnen und Kollegen aus der Medizin oder aus der Psychologie zu diskreditieren, das waren diejenigen, die zum Beispiel vor einigen Jahren noch gesagt haben, dass wenn wir zu viel in Monitore schauen, dass das schlechte Augen gibt. Oder dass die Kinder einen SMS-Daumen bekommen. Kennen Sie das noch? Eltern befürchten, dass die Kinder solche riesengroßen Daumen bekommen. SMS kennt heute kein Mensch mehr. Ja? Und gleichzeitig, also der Daumen wird groß und das Hirn wird klein. Ja? Das sind so die Behauptungen manchmal. Sie kennen das. Und wieder jemand weist dann darauf hin, dass man ganz schnell ganz viele Geräte beschaffen muss, damit wir nicht abgehängt werden. Und dann kommt dann häufig so ein Platzhalter von den Amerikanern, Chinesen, Marbachern, Makröningern oder wie auch immer, ja, wie noch, die ja schon viel weiter sind. Die OECD belegt das dann mit ganz vielen Zahlen. Und befeuert wird es dann von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die im Auftrag der großen Stiftung messen, wie häufig Unterricht digital ist, wobei sie meines Erachtens fälschlicherweise davon ausgehen, dass erstens jeder Unterricht digital sein muss. Wer sagt das eigentlich? Ja? Und zweitens nur digitaler Unterricht gut ist. Das sagt auch niemand. Und aus forschungsökonomischen Gründen wird dann selten in den Unterricht geschaut, sondern in der Regel wird gemessen, wie viel für Bildung investiert wird, weil das kann man messen. Was am Ende der Bildung, also sozusagen am Ende des Bildungsprozesses steht, das kann man nicht so gut messen. Das ist immer so ein grundsätzliches Problem. Dabei finde ich, sollten wir nach dem Wie fragen. Also das heißt, die Frage ist eher, wie
sollte sich Unterricht mittels digitaler Medien verändern und wie können digitale Medien im Unterricht sinnvoll eingesetzt werden, Unterricht, pädagogische Kontexte hinaussehen. Und was müssen wir tun, um eben diesen sinnvollen Einsatz zu ermöglichen? Na, und dann gibt es da vielleicht noch diejenigen, die dann einen ganz langen Leserbrief schreiben, die gibt es auch immer, und die dann sagen, dass man in dieser wichtigen Sache sich die nötige Zeit nehmen muss, um die Komplexität und die Breite entsprechend darzustellen. Das scheint mir tatsächlich am interessantesten, am wichtigsten, weswegen ich der gesellschaftlichen Medienentwicklung hier eine ganze Sitzung widmen möchte. Und ich habe es versprochen, jetzt ist es soweit, eine Beobachtung nach der anderen würde ich jetzt aneinander reihen und dann können Sie am Ende der Beobachtung selbst entscheiden, ob sich da tatsächlich ein Wandel identifizieren lässt oder vielleicht nicht. Ich komme zur ersten Beobachtung. Und diese erste Beobachtung ist, offenbar kann man mit reißerischen Titeln und angsttürenden Thesen weit mehr Geld verdienen, als man vielleicht das mit kritischen Vorträgen macht oder mit optimistischen Publikationen. Wir können das gleich mal testen. Ich wette mal, dass die wenigsten von Ihnen das Buch des Pädagogen kennen, dafür die meisten von Ihnen das Buch des Mediziners, eines Mediziners, der sich mit Bildungsfragen beschäftigt. Interessant eigentlich, ne? Also fragen wir mal, wer von Ihnen kennt dieses hier, Digitale Demenz? Ah, auch nicht so viel. Wer von Ihnen kennt Digitale Dividende? Gar keiner. Okay. Etwa so habe ich mir das vorgestellt, vielleicht noch ein bisschen mehr die Digitale Demenz kennen. Wahrscheinlich ist es auch schon wieder zu alt, das Buch. Kennen oder gelesen haben? Kennen. Ging und kennen. Vielleicht nochmal diejenigen, die es kennen. Oh ja, okay. Es sind noch ein paar mehr. Haben Sie vollkommen recht, muss man nicht lesen. Ich habe es gelesen, aber bis heute nicht verstanden, was er mit digitaler Demenz meint. Insofern schenken Sie es bitte. Was ich sagen möchte, ist einfach nur, dass, und das Buch ist eigentlich ein Platzhalter für ganz andere Bücher. Es gibt noch viel, viel mehr, die ähnlich heißen, aber die eigentlich, und das finde ich deswegen nicht so positiv, die eigentlich nur Angst schüren. Es geht darum, Menschen Angst zu machen, was alles passieren kann, wenn die Welt so weitergeht, wie sie geht. Und das finde ich nicht besonders fair, weil diese Menschen verdienen eigentlich nur Geld damit. Ein Kollege, Pädagoge, der sozusagen dagegen gehalten hat und ein sehr optimistisches Buch geschrieben hat über Möglichkeiten für Schule und pädagogische Kontexte, dieses Buch wurde mehr oder weniger gar nicht verkauft. Ja? Also der Belz Verlag, ich habe bei beiden Verlagen nämlich mal angefragt, dieses Buch wurde über 250.000 Mal verkauft, wobei, wenn ich heute fragen würde, wäre es wahrscheinlich schon viel mehr. Ja? Und der Belz Verlag wollte mir keine Auskunft dazu geben. Ne? Verstehen Sie, wie viel davon verkauft wurde? Wahrscheinlich gar nichts. Das heißt also, was ich sehr bedauerlich finde, ist, dass mit Angsttüren, mit solchen angstschürenden Thesen, man tatsächlich leider mehr Geld verdienen kann als mit solchen optimistischen Werken. Und leider ist die öffentliche Darstellung von digitalen Medien in der Presse zum Beispiel genauso. Ja? Also lieber was Reißerisches, dann wird die Zeitung gekauft oder gelesen, weiß ich nicht, ob das so ist, als mal etwas darstellen, wie es tatsächlich ist oder vielleicht etwas positiver darstellen. Finde ich schade. Aber erste Beobachtung, wir gucken weiter. Eine Beobachtung hänge ich sozusagen an die erste Beobachtung noch ran. Und zwar aus diesem Buch gibt es eine Behauptung, die gerade auf die Hirnforscher verweist. Und will ich mal exemplarisch eine These entmystifizieren. Das gehört quasi noch zur ersten Beobachtung. Nämlich genau zu dieser Medien- und Demenz-These. Ist das realistisch? Ja? Und vielleicht erinnern Sie sich an die zweite Sitzung, in der es um Orientierung ging. Und da fällt mir immer die Studie von Eleanor McGuire ein, die von Manfred Spitzer, dem Mediziner, den ich gerade zitiert habe, da auch umfänglich wiedergegeben wird. Dummerweise aber sehr verkürzt wiedergegeben wird. Also erstmal ist es natürlich eine Wahnsinnsleistung, wenn man sich orientieren kann. Gerade
in einer großen Stadt, zum Beispiel London. Die Taxifahrerinnen und Taxifahrer in London müssen nämlich 20.000 Points of Interest, also wichtige Sehenswürdigkeiten, touristische Sehenswürdigkeiten und 25.000 Straßennamen für die sogenannte Ortskenntnisprüfung auswendig lernen. Die müssen die können. Wenn Sie in London Taxi fahren wollen, müssen Sie diese Orte kennen. Das heißt, die durchlaufen eine Ausbildung von etwa 3 bis 4 Jahren, in denen Sie diese Points of Interest und diese Straßennamen auswendig lernen. In Deutschland ist es übrigens auch so, nur in Deutschland gibt es kaum solche riesengroßen Städte wie London und entsprechend solche Volumina. Eleanor Maguire ist eine Kollegin in London an der dortigen Universität und hat mit ihrem Team diese Taxifahrer untersucht. Und zwar hat sie folgendes Setting gemacht. Also das heißt, sie hat diese Taxifahrer untersucht, die diese 3 bis 4 jährige Ausbildung durchlaufen müssen und hat eine Testgruppe gegenübergestellt. Es waren, glaube ich, 20 Männer, die die Ausbildung abgebrochen haben und 15, die diese Ausbildung nie angefangen haben. Und alle diese Männer wurden durch Hirnscans untersucht nach dem Vorhandensein der sogenannten Grey Matter. Und sie hat festgestellt, bevor die Männer diese Ausbildung begonnen haben, gab es keinen Unterschied. Und nach der Ausbildung hatten diejenigen, die Ausbildung abgebrochen haben und die Ausbildung gar nicht erst begonnen hatten, also praktisch die Probegruppe, die hatten keine Veränderung, währenddessen diejenigen, die Ausbildung abgeschlossen hatten, also das heißt, die ganzen Points of Interest gelernt haben und die ganzen Straßennamen, die hatten einen deutlichen Zuwachs der sogenannten Grey Matter. Und Manfred Spitzer in seinem Buch Digitale Demenz nimmt er dieses Beispiel von Eleanor Maguire und sagt, okay, und da sehen Sie, das ist der Beweis dafür, dass wenn wir Taschenrechner nutzen, wenn wir Smartphones benutzen, indem wir uns beispielsweise keine Telefonnummern mehr merken müssen und Ähnliches, unsere Grey Matter abnimmt. Also wir, kurz gesagt, wir werden dümmer. Wir werden kleiner und wir werden entsprechend dümmer. Jetzt für die Spitzfindigen unter Ihnen. Wo ist der Denkfehler? Ja, Sie waren zuerst. Das ist auf jeden Fall mal eine These, die hat Eleanor Maguire jetzt nicht untersucht, ja, aber es ist auf jeden Fall mal eine These, die man untersuchen müsste. Ja, durchaus. Eins, zwei. Ja. Wir bauen das ja nicht ab, sondern wir bauen das gar nicht auf, weil der kann ich was Vorhandenes wegnehmen. Richtig. Das ist schon mal der erste Punkt. Sie wollen das Gleiche sagen? Ja. Vollkommen richtig. Ja. Das ist schon mal der erste Punkt. Nicht in die Irre führen lassen durch solche Argumentationen, weil das passiert nicht gerade selten gerade im Moment, dass solche Studien irgendwie verdreht werden, dass sie zu einer Meinung passen. Also da muss man immer Acht geben, gerade wir diejenigen, wollen Sie noch ergänzen? Ja, es kommt ja nicht auf die Größe des Gehirns an, sondern auf die Verkopplung der Synapsen. Genau, auch das ist eine Frage. Ja? Aber auch das hat Eleanor Maguire nicht untersucht. Gerade die Hirnforschung ist da noch relativ am Anfang. Also häufig ist es so, dass man im MRT beispielsweise nur sehen kann, wenn in Regionen besondere Aktivität ist. Ja? Aber wir wissen natürlich noch nicht, was das überhaupt bedeutet. Ja? Das heißt also, die Interpretation steht da noch aus. Unterm Strich ist es so, dass die zitierte Studie von Eleanor Maguire eigentlich nur darauf hindeutet, dass Gehirne auch im Erwachsenenalter noch entsprechend flexibel sind. Das heißt also, lebenslanges Lernen ist keine neumodische Erfindung, sondern schlicht eine biologische Tatsache. Mehr ist es nicht. Das heißt, wenn jemand daraus schließt, man könnte ja jetzt sagen, wenn man in der Lehrplanentwicklung ist, okay, wenn die Grey Matter steigt dadurch, dann lernen wir ab morgen, ab nächstem Schuljahr, lernen wir jetzt alle die Straßennamen in London und die Points of Interest in London auswendig, dann steigt die Grey Matter. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn die brauchen werden. Also es macht den Sinn, etwas auswendig zu lernen, also memorieren, diese Grey Matter einzubauen, wenn wir es auch brauchen. Also die Taktik brauchen es ja vielleicht, wenn jemand kommt, dann ich möchte da und dahin.
deswegen, nochmal der Schritt zurück, deswegen weist diese Studie eigentlich nur darauf hin, dass das menschliche Gehirn bis ins hohe Alter hochadaptiv ist. Was immer wir brauchen, kann das Gehirn leisten. Aber deswegen muss niemand Straßennamen in London auswendig lernen, wenn es auch Navigationssysteme gibt. Außer vielleicht die Taxifahrer, okay, das ist deren eigener Anspruch. Das heißt also, wenn man jetzt diesen Schritt zurück macht und schaut mal, was hat uns die Technikentwicklung gebracht, dann heißt es eigentlich nur, dass wir durch technische Werkzeuge, denken Sie an den Kran, denken Sie an den Zug, denken Sie an das Auto, an unterschiedliche Dinge, technische Werkzeuge uns Kapazitäten gebracht haben, freie Räume gebracht haben, Potenziale sich daraus ergeben haben, die Routineaufgaben besetzt haben. Wenn man nämlich mal wirklich in die Geschichte zurückdenkt, dann war es so, dass der menschliche Tagesablauf sehr dadurch geprägt war, das Überleben zu sichern, zu schauen, dass man was zu essen hat, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass die Kinder was zu essen haben und so weiter und so weiter. Und heute ist vieles davon organisiert, aufgrund von Technik. Und Medien, und gerade responsive Medien, bringen sozusagen da nochmal einen, ein Add-on, ja, wenn Sie so wollen. Also körperliche Arbeit, Maschinen haben körperliche Arbeit revolutioniert und Computer, digitale Medien revolutionieren die geistige Arbeit. Und wie Sie sagen, man müsste dann mal untersuchen, wie sich das dann entsprechend verändert bei der Taschenrechner oder bei der Smartphone-Nutzung. Meine These wäre aber, dadurch, dass das Gehirn und der Mensch entsprechend hochadaptiv ist, werden wir alle Herausforderungen, die sich uns stellen, entsprechend auch meistern. Das ist das Positive dabei. Wir müssen uns nur zulassen, dass wir uns entsprechend entwickeln.